1. Okay, Leute, da sind wir wieder. Richtig. Weiter geht's in der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich muss hier immer noch ein bisschen was kurieren, ne? Genau, ich habe dich ja so zurückgelassen mit den ganzen, ich meine, du musst auch was zu tun haben. Nicht nur den ganzen Lorbeeren hier absahen, auch mal arbeiten hier. Ja. Nein. Ich kriege ja nur dafür die zwei schwersten von der Top 4 ab. Ja, gut, das ist natürlich. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. So. Ja, Moment, da unten reicht ja noch ein Supertrank. Und ein Gegengift, schauen wir mal, ob ich da auch noch irgendwo eins habe. Ach ja, wir waren ja vergiftet. Er ist nicht nur vergiftet, das ist schwer vergiftet. Da gibt es einen Unterschied. Gibt es zwei verschiedene Gifte. Ein toxisches Gift ist ein bisschen schlimmer als normales. Was ist denn da der Unterschied? Ja, das normale Gift macht jede Runde ein Achtel der KP. Das toxische Gift fängt an mit erste Runde ein Sechzehntel, zweite Runde ein Achtel, dritte Runde drei Sechzehntel, vierte Runde ein Viertel, fünfte Runde fünf Sechzehntel und das immer mehr. Irgendwann kannst du das auch mit Genesungsattacken und sowas nicht mehr gegenheilen, weil spätestens nach 16 Runden hat dich das Gift instant um. Ach was, ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Und zu wissen. Okay, ich weiß, womit er anfängt und ich weiß auch, dass Jake den Job hier am besten erledigen kann. Muss nur hoffen, dass der Donnerblitz reicht, das Viech zu one-hitten. Also dann, auf geht's mit Siegfried. Und Roy. Ja. Unser Mr. Armor Fire Malaser, ich nenne ihn gerne so, weil jedes seiner Pokémon ausnahmslos jederzeit Hyperstrahl kann. Ja. Und genau deswegen fange ich mit Jake an. Ein Gyarados. Und der hat natürlich so eine wunderbare Doppelschwäche gegen Elektroattacken. Ja. Oh ja, mit einem Volltreffer reicht das sowieso. Naja, gut. Gibt es erstmal Level 50. Und dann kommt sein Dragonier. Das erste von den zwei, die er hat. Und da hat jetzt mal unser Gluraguli einen größeren Auftritt. Eigentlich heißt der ja gar nicht Gluraguli oder auch nicht Gluraguli, sondern da fehlt ja noch was dahinter, ist ja noch ein Zeichen. Es männlich-weibliche Gluraguli, irgendwie sowas. Ja, eigentlich ist das ja der Venus-Spiegel. Also Gluraguli-Venus-Spiegel, bitte. Das weibliche Symbol. Dafür habe ich ihm die Drachenklaue beigebracht. Extra für Siegfried. Achso, da freut er sich bestimmt. Ja. Auch wieder ordentlichen Stadtboost. So, Aerodactyl. Da will ich auf jeden Fall wieder auswechseln. Weil. Was sehe ich denn eigentlich? Moment mal, muss ich kurz mal nachfragen. Ich sehe hier deinen Desktop, ne? Ja. Wir machen ja wieder. Also, man muss wissen dazu, wir machen eine Bildschirmübertragung, beziehungsweise sehe ich jetzt den Desktop von Kilian. Und jetzt ist mir da ein Ordner ins Auge gesprungen. Da steht Ex-Girlfriends nackt. Was ist das denn für ein Ordner? Den siehst du nur. Der ist nicht da. Okay, warte, Moment. Achso, ich hab mich verlesen. Nee, stimmt. Achso, okay. Dann tut mir leid. Ich grad verlesen. Stimmt, der ist gar nicht da. Ja, nicht, dass man sonst hier was denkt. Das ist natürlich richtig. So ein Ordner könnte es bei mir gar nicht geben. Weil? Weil ich noch keine Freundin hatte vielleicht? Ja gut, aber ja, aber ich weiß, na gut, du weißt ja nicht, auf welchen Seiten, also man weiß ja nicht, auf welchen Seiten man sich rumtreibt. Ja. Und da gibt's ja auch mal so Kategorien wie Ex-Girlfriends oder irgendwelche anderen Kategorien und
Weißt, was ich meine? Also, dass man sich vielleicht so einen Ordner runtergeladen hat mit so ein paar Bilderchen irgendwie und dann, dass der dann außerdem noch am Desktop geblieben ist und so. Aber ich habe mich jetzt ja sowieso verlesen, sehe ich. Also, naja. Hat sich die Sache ja sowieso schon erledigt. Dragoran, ja, darauf habe ich nur gewartet. Da habe ich was ganz Besonderes für Siegfried vorbereitet hier. Oh. Was mich wundert, ist, dass er noch überhaupt keinen Hyperstrahl eingesetzt hat. Ach so, oh. Ja, oh. Bis jetzt noch kein Hyperstrahl. Stimmt, er setzt das ja gerne mal ein. Ach, das macht er sich auch noch gern. Da ist er ja. Hey, und das war's mit Adrian. Ja, yep, der wird ihn jetzt killen. Mhm. Mit vollen HP hätte er überlebt. Aber gut, jetzt kann ich ihn relativ leicht K.O. setzen. Mit Kurakuli Venus Spiegel. Vor allem, weil ich schneller bin. Das ist ja sehr schön. Und einen Volltreffer mache ich auch noch. Naja, wer sagt's denn? Und sein zweites Dragonier wird jetzt auch kein Problem mehr. Mhm. Der nächste Kampf wird nochmal ein bisschen interessanter. Ach, jetzt gibt er mal nochmal eine schöne Dauerwelle. Aber wenn ich durchkomme durch die Paralyse, war es das. Ja. Na gut. Und er hat nur einmal seinen Laser gefeiert. Na wunderbar. So. Eigentlich wär's das, ja. Schön. Ja. Toll. Jetzt kommt grün. Gut, erstmal nicht überbeleben. Ich hätte es nicht auch Top-Beleber nehmen können. Wäre eine Verschwendung. Warum? Top-Beleber verwende ich nur im Kampf. Und da sie die Items sind. Die Items sind ein bisschen zu rar, als dass man sie einfach so verwendet. Achso, ich dachte, das kannst du auch kaufen. Also. Nee, Top-Beleber lässt sich nicht kaufen. Okay, bestenfalls in der Form von Vitalkraut. Und das ist bittere Medizin und das verringert die Zuneigung. So, und eine Sache muss ich auch noch machen. Moment, habe ich noch irgendwo. Paraheiler muss ich doch irgendwo dabei haben, oder? Müsste man meinen. Nee, ich habe echt keinen Paraheiler. Habe ich die unterwegs alle verbraucht oder was? Naja gut, das hier brauche ich auf jeden Fall auch nochmal schnell. Weil der Donnerblitz von Jake geht langsam aus. Oh. Aber einen Hyperheiler habe ich doch. Weil paralysiert will ich Glurakuli da nicht reinschicken. Und Jake macht den Anfang, weil der fängt mit einem Taubos an. Mhm. Ah. Was wäre das? Oh, jetzt geht's. Also wie abgespaced der Raum aber auch aussieht. Ja. Ist eigentlich schade, dass du die Musik jetzt nicht hörst. Wieso, was ist das jetzt für eine? Ich kann dir nachher einen YouTube-Link mal dazu schicken, okay, von der Musik. Mach. Bin gespannt. Oder du schaust dir einfach die Folge danach an. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aeroas, also ich bin enttäuscht von dir. Da hätte ich was Besseres erwartet. Mensch grün. Und das soll das Champion sein? Ja. Was
Besseres als Aeroas hat er nicht. Oh. Na, dann geht das Pokémon da schnell zum Ende. Jo. Das war nur meins. Bleiben noch 5 weitere. Jetzt kommt wahrscheinlich Rizeros, genau. Weil da sieht er eine Bodenschwäche bei meinem Jake und da kommt jetzt Adrian rein. Denn Rizeros als Gestein-Boden-Pokémon hat ebenfalls eine Doppelschwäche gegen Wasserattacken. Und. Ach. Ja. Das sollte auch für einen One-Hit reichen, weil Rizeros hat auch eine relativ schwache Spezialverteidigung. Mhm. Und hier kommt Coco bei. Das ist Feuer, oder nicht? Da gibt's sogar noch was noch Effektiveres. Stein. Nein, Käfer. Achso. Kokobai ist Pflanze Psycho und sowohl Pflanze als auch Psycho haben eine Käferschwäche. Das ist eine Doppelschwäche gegen den Vielender. Mhm. Betrifft auch noch. Ja, 85% Genauigkeit. Er überlebt ihn aber sogar. Schlafpuder. Ja, dagegen habe ich doch was. Mhm. Da packen wir mal Trick 17 aus. Ach. Ja, das funktioniert immer. Ach, beim generischen Pokémon, ja, ne? Ja, das generische weckt man damit zwar auch auf, aber... Ja. Der Gegner hat ja gerade nicht geschlafen. Mhm. Mit Vielender habe ich normalerweise Glück. Die Attacke trifft bei mir fast immer. Alles gut. Gigasauger. Ja gut, ist neutral effektiv, wird trotzdem ein bisschen was abziehen. Einmal geht noch. Mhm. Man soll zwar das Glück nicht überstrapazieren, aber... Wir haben es ja, das Glück im Moment. Ja, also mit Vielender habe ich nie ein Problem, der trifft so gut wie immer. Simsala. Ja, da möchte ich wechseln. So, gegen Simsala habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich schicke den rein, der genug aushält, oder ich schicke den rein, der eventuell schneller sein könnte. Das ist natürlich die Frage. Brauche ich Aerodactyl für irgendwas noch von ihm? Ich meine, er hat nur noch Simsala, Arcani und Turtok. Das heißt, Aerodactyl bräuchte ich nicht mehr wirklich. Selbst wenn... Okay. Den greifen wir auf jeden Fall physisch an. Sofern wir das überleben. Was wir natürlich tun. Na gut. Der killt uns zwar jetzt, aber Aerodactyl hat einen guten Job gemacht. Hat noch die Hälfte runtergeschwächt. Draculi brauche ich notfalls auch nicht mehr wirklich. Sehr, okay. Gibt uns noch mal eine Runde Zeit. Und er hat noch eine zweite Top-Genesung. Ach ja, stimmt, der hat sehr viele Top-Genesungen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Okay. Jetzt trifft, glaube ich, auch gleich noch der Seher. Das war's dann. Ja. Ist jetzt die Frage, ob er noch mal eine Top-Genesung auf seinen Simsala einsetzt. Ansonsten... probieren wir es mit Adrian. Der hält nämlich notfalls auch 2 Psychokinesen aus. Ja, natürlich ist es dann noch eine Top-Genesung ein. Typisch. Das sollte Adrian jetzt locker aushalten. Und
Und jetzt setzt er keine Top-Genesung mehr ein. Immerhin, sofern das jetzt kein Volltreffer ist, kriegen wir ihn. Ein verdientes Level 49. Arcani. Ja, möchte ich wechseln. Und zwar brauche ich jetzt erstmal ein mehr oder weniger Opfer, um ein paar Pokémon zu heilen. Mhm. Der Rüsselmops bringt mir in dem Kampf nämlich leider nicht allzu viel. Wo sind die Hypertränke? Da sind sie. Zum einen brauche ich einen auf Mike. Turbo-Tempo, das sollte uns jetzt nicht umhauen. Hm. Auf Adrian. Sollten wir noch überstehen, einmal. Einmal soll es noch reichen, ja. Glück gehabt. Ja. Wollte gerade sagen, mit ca. 20 KP sollte das überleben. Mhm. Hätte ich es mal lieber vorher gesagt. Und oh, gut. Das war's. Ein Rüsselmops weniger, dafür haben wir einen Haufen vollgeheilte Pokémon jetzt. Mhm. So, ist jetzt die Frage. Arcani. Da ist sie mit ihm, glaube ich, besser bedient. Kleines Erdbeben. Ist immer gut. Ja, oh. Vor allem wenn es einen Volltreffer macht. Dann gibt es Level 49 für Mike. So, das Turtop kommt jetzt noch. Das ist sein letztes Pokémon. Das heißt, er wird Jacke eingesetzt. Jake. Auch wenn sein Turtok Level 63 ist. Oi. Jake ist trotzdem schneller. Ja, Gott sei Dank. Und macht einen Volltreffer. Ja, das könnte er überleben. Könnte. Nicht schlecht. Ja. Ist jetzt die Frage, hat er noch einen... Hat er noch eine Top-Genesung oder nicht? Hm. Auf jeden Fall hat er noch eine Citrubeere. Ist zwar nicht effektiv, aber okay, er hat noch eine Top-Genesung. War das die falsche Attacke? Hm, ist es trotzdem die, die am meisten Schaden macht? Echt? Ja. Aber gut, ich habe eine Menge Zeit, jetzt alles wieder zu beleben, weil der kann meinem Adrian kaum Schaden zufügen. Ja. Das Beste, was er dagegen hat, ist ein Biss. Ach so. Jetzt sollte er auf die glorreiche Idee kommen, eine Hydropumpe zu machen, dann heilt er mich damit. Wieso? H2U-Absorber. Ach was. Wenn Adrian von der Wasserattacke getroffen wird, heilt er sich dafür, anstatt Schaden zu kriegen. Okay. Das einzige Pokémon, das ich da irgendwie pushen will, ist Jake hier noch. Mhm. Mike kann im Notfall auch noch was... Ja. Außerdem hat er mir jetzt einen Regen gegeben. Das heißt, du kannst ihn mit den Wasserattacken schaden, er dir aber nicht mehr. Ja, Regen erhöht den Schaden von Wasserattacken um 50%. Mhm. Du kannst ihn ja mit Server platt machen. Jupp. Yep. Auch wenn von Surfer langsam die Attackenpunkte ausgehen. Ja, und er uns zurückschrecken lässt. Nochmal, ja. Hör mal auf, mich zu paraflinchen hier. Aber es gibt mir noch einen Regentanz. Das ist ja herzallerliebst. Ich muss mich direkt dafür bei ihm bedanken. Mhm. Mit einer schönen, feuchten Surferattacke. Ja.
Moment mal, ich glaube, ich mache jetzt nochmal einen Eistrahl, damit ich ihn nicht allzu viel abziehe. Dass er nicht mehr in den Bereich für eine Top-Genesung kommt. Dann machst du einfach mit Jack dann nochmal. Genau. Ja. Dann schicke ich Jake rein, weil Jake überlebt einen Biss nämlich locker. Die Hydropumpe wird er jetzt schon nicht machen. Jake ist schneller als Turtok. Oh. Was heißt? Schädelwumme. In diesem Moment finde ich es eigentlich schade, dass er keinen Donner hat, aber Donnerblitz reicht hier. Donnerblitz wird nämlich im der Donner wird im Regen zu 100% treffen. Ja, das stimmt, was er erzählt. In der letzten Folge. So. Dann haben wir es doch wohl geschafft. Juhu! Wo findet die Party statt? Jetzt kommt erstmal Professor Eich. Du hast mich sehr enttäuscht. Ist ja auch nett. Erst ist dann eines Pokémon gestorben. Dann ist Professor Eich von ihm enttäuscht. Ja. Finde ich toll, dass du die Geschichte mit der Theorie von seinem Radikal kennst. Ja. Hast du ja auch angesprochen mal, ne? Mhm. Und was hältst du von der? Klingt plausibel, also. Ja, ne? Weil das auf einmal. Ja. Fand ich auch. So, wir sind in der Ruhmeshalle. Muss mal sagen, wir hatten für dieses Playthrough ein echt super Team. Ja? Jupp. Ja, wir haben es geschafft mit dem. Ja. Nicht schlecht. So, jetzt kommt der Abspann. Oh, er ist aber schnell weg. So, den lasse ich jetzt einfach mal laufen. Hm? Er läuft auch. Yep. Wo läuft er hin? Siehst du doch am Schluss dann gleich. Wie sieht's aus? Machen wir jetzt eigentlich noch Island 4 bis 7? Ach ja. Und was ist da los? Da gibt's noch mal ein kleines bisschen Story rund um Team Rocket und ja, noch ein bisschen was zum Entdecken. Und wenn wir alles dort erledigt haben, können wir die Top 4 nochmal machen, und zwar in etwas schwieriger. Also, da haben wir dann. Moment, ich glaube, der Champ ist dann mit dem Team-Level auf irgendwas mit 75 oder sowas. Boah. Aber wir sind doch schon längst Meister. Ja, es gibt aber dann nochmal eine Rückrunde in der Top 4, die nochmal wesentlich schwieriger ist als das, was wir gerade gemacht haben. Oha. Die Sache ist, wenn wir da noch weitermachen wollen, dann müsste ich mal ganz schnell offscreen einen Haufen Pokémon fangen, weil wir, um weiterzukommen, brauchen wir 60 Pokédex-Einträge. Ja. Ist aber die Frage, ob du das noch machen willst oder nicht. Weil zum Spiel gehört es ja eigentlich noch dazu. Ja, eigentlich schon, aber ich sag mal so, wir haben jetzt die,
Pokémon Liga gemeistert. Und ich berufe mich jetzt darauf, der aktuelle Champion zu sein. Und deswegen werde ich mich nicht auf so ein Glücksspiel einlassen und werde der Top 4 nicht die Chance geben, mich zu besiegen, weil sonst werde ich wieder aus den Ruhmesbüchern gestrichen. Gut, dann mache ich es einfach so, dass ich dann allein weitermache. Ja, okay. Will er den Leuten hier nichts vorenthalten. Genau. Du hast immerhin bis zur Top 4 an meiner Seite durchgehalten. Ja, die Pokémon haben auch durchgehalten. Ja. Ist dir nicht aufgefallen, dass während der gesamten Top 4 jetzt nur ein einziges Pokémon niemals K.O. war? Das war Adrian. Genau. Mhm. Einfach weil der genug aushält. Haut man dem gar nicht zu, dem Kleinen. Also Aquana ist so ein defensives Arschlochviech, muss man mal so sagen, weil mit 130er KP-Basis, 95 Basis in der Spezialverteidigung, gut, die Verteidigung ist ein bisschen mau. Mhm. Mit 60 Punkten, aber... Okay. Aquana ist nach Nachtara die defensivste Evolution. Ja, und wenn da jetzt sagen wir mal, ein Jay kommt mit seinem Donnerblitz, ist er dann immer noch so? Einen Donnerblitz überlebt er. Auch nur einen. Ja, es ist aber auch die Sache, dass Aquana auch nur zwei Schwächen hat. Ach so. Er hat nur Pflanze und Elektro. Ja, gut. Aber gut, wir sind mit den Credits durch. Mhm. So. Dann kommt jetzt noch der Professor Eich und sagt uns was. Ah, Rot, du bist also zurück. Wie ist es um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha, du hast 23 gefangen. Es scheint, du willst dich wirklich anstrengen. Wenn du mehr Einträge hast, wirst du ihn mir erneut zeigen. Schon eine Anspielung. Ja, 60 Einträge braucht man, dann gibt er einem den Buntpass. Und dann geht's weiter mit Island 4, 5, 6 und 7. Wo ist der Zugang zu denen? Also auf Orania City kommt man ja mit der Fähre auf Island 1, 2 und 3 und von dort aus kann man auch auf Islands 4, 5, 6 und 7 dann. Aber ich bin jetzt sowieso schon bei 28 Minuten Aufnahmezeit. Wir beenden die Aufnahme hier an dieser Stelle. Das nächste Mal geht's dann ganz normal weiter, nur dass der Drago jetzt dann nicht mehr dabei sein wird. Genau. Also, das nicht. Ja dann, ich beende jetzt mal die Aufnahme, ich sag tschüss, wir sehen uns dann nächste Woche. Ich habe bis dahin höchstwahrscheinlich den Pokédex so weit aufgefüllt, dass wir einfach weiterspielen können. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss.